Hallo und herzlich willkommen zu Kondensatorschaden.de. Im heutigen Video baue ich einen Beambot. Das ist ein kleines elektronisches Krabbeltier, was aus nur 7 Bauteilen besteht. Das erste Bauteil ist eine Solarzelle, die das ganze System mit Energie versorgt. Da deren Spannung und vor allem der Strom daraus aber nicht ausreicht, wird die Solarzelle über einen Kondensator gepuffert. Für die Schaltung benötigt es einen PNP und einen NPN-Transistor, beide vom Typen BC, einmal BC557 für den PNP-Typ und BC547 für den NPN-Typ. Einen 1 Kilo Ohm Widerstand, einen kleinen Motor, der mit einer Unwucht versehen wird oder ein Vibrationsmotor aus einem Handy. Sowie eine Flash-LED. Das sind LEDs, die in gleichmäßigem Abstand blinken, sobald sie mit einer Gleichspannung versorgt werden. So, hier nochmal alle Bauteile im Überblick. Zunächst beginne ich damit, die Beine der Kondensatoren mit der Zange abzuwinkeln, sodass ich sie bequem einspannen und anschließend zusammenlöten kann. Ich möchte das Ganze möglichst kompakt halten. Dazu die Beine kurz vorverziehen und anschließend aneinander halten und nur noch kurz drüber streichen, damit das Lot sich verflüssigt und die Beine miteinander verlöten. Als nächstes kommt der 1 Kilo Ohm Widerstand, der zwischen die beiden Transistoren gelötet wird. Bei solchen Verbindungen sollte man nicht am Lot sparen, sonst gibt es nachher kalte Lötstellen. Der Hauptbestandteil, unsere Flash-LED, wird ebenfalls zwischen die beiden Transistoren verschaltet. Nun kommt der Kondensator an die Reihe. Ihn befestige ich mit einem Bein direkt an den Kondensator und für das zweite Bein biege ich ebenfalls mit der Zange das noch abstehende Bein des NPN-Transistors einmal im Kreis, um es anschließend zu verlöten. Ich habe den Vibrationsmotor schon aufgelötet, jetzt fehlt nur noch die Solarzelle. Diese habe ich mit reichlich Heißkleber auf dem Kondensator fixiert. Als letzte elektronische Bauteile fehlen nur noch zwei Brückenkontakte vom Minus- und Pluspol der Solarzelle an die entsprechenden Punkte des Kondensators. Nachdem die letzte elektrische Verbindung dann abgeschlossen ist, bekommt der Beambot von mir noch zwei Beine angelötet, damit er nicht auf dem Motor hin und her rutscht. Diese stehen theoretisch unter Strom, daher funktioniert der Beambot nur auf Oberflächen, die nicht komplett leitfähig sind. So, das war's auch schon. Fertig ist der Beambot. Und hier ein Freilichttest. Sobald genügend Sonne auf die Solarzelle fällt, lädt diese den Kondensator auf. Sobald die LED dann zu leuchten beginnt, kann ein hoher Kollektorstrom fließen, der den Motor ansteuert. Das läuft dann so lange, bis der Motor die geringe Energiemenge, die im Kondensator gespeichert ist, verbraucht hat. Dann bleibt der Motor kurz stehen und das Spiel beginnt von vorne. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst mir ein Abo.